Herzlich willkommen zu Teil 1 unseres Informationsvideos Mehrfachantrag Antragstellung 2022. In zwei Videos wollen wir versuchen, die Grundzüge der Antragstellung, die erforderlichen Angaben in den einzelnen Antragsteilen und die wichtigsten Fördervoraussetzungen der einzelnen Flächenmaßnahmen möglichst verständlich und komprimiert darzustellen. Die Videos richten sich an alle interessierten Antragsteller, unabhängig davon, ob Sie einen Mehrfachantrag selbsttätig oder mit Hilfe der Landwirtschaftskammer Tirol erledigen wollen. Die Antragstellung kann entweder selbsttätig online auf www.ama.at oder unter Zuhilfenahme Ihrer Bezirkslandwirtschaftskammer erfolgen. Wenn Sie die Hilfe der Landwirtschaftskammer in Anspruch nehmen wollen, so ist dazu jedenfalls eine Terminvereinbarung notwendig. Dabei müssen die jeweils gültigen Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Mit dem Mehrfachantrag erfolgt die Beantragung aller Flächenzahlungen wie Direktzahlungen inklusive Greening, Junglandwirte, Top-up und gekoppelte Almzahlung, die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete und sämtliche ÖPUL-Maßnahmen, an welchen Sie mit Ihrem Betrieb teilnehmen. Was ist nun bei der Beantragung jedenfalls zu beachten? Der Antrag darf nur vom jeweils aktuellen Bewirtschafter gestellt werden. Ist ein Wechsel in der Bewirtschaftung geplant, bedenken Sie bitte, dass die Prüfung und Durchführung eines Bewirtschafterwechsels in der AMA bis zu 4 Wochen dauern kann. Wenn Sie bei der Antragstellung die Hilfe der Bezirkslandwirtschaftskammer in Anspruch nehmen wollen, so erfordert dies Ihre persönliche Anwesenheit bzw. die einer dazu schriftlich von Ihnen bevollmächtigten Person. Der Mehrfachantrag 2022 muss bis spätestens Montag, den 16. Mai, abgesendet werden. Bei einer verspäteten Antragstellung werden sämtliche Prämien pro Arbeitstag um 1% gekürzt. Anträge, die nach dem 9. Juni abgesendet werden, gelangen nicht mehr zur Auszahlung. Die Almauftriebsliste ist binnen 14 Tagen nach dem erfolgten Auftrieb, jedenfalls bis spätestens Freitag, 15. Juli 2022, abzusenden. Für die Almauftriebsliste gibt es keine Nachfrist. Die Almweidemeldung Rinder muss ebenfalls innerhalb von 14 Tagen ab dem Almauftrieb abgesendet werden. Was ist nun bei einer selbsttätigen Antragstellung zu beachten? Voraussetzung, um den Mehrfachantrag selbsttätig bearbeiten und absenden zu können, ist ein IAMA-Zugang und ein gültiger PIN-Code. Diese Zugangsvoraussetzungen sind zum Beispiel dann bereits gegeben, wenn Sie die Rindermeldungen selbsttätig im IAMA erledigen. Dann sind Sie auch mit der Erfassungsoberfläche des Programms, zumindest in seinen Grundzügen, vertraut. Wichtig ist aber auch, dass Sie sich mit den wichtigsten Förderauflagen und den für Ihren Betrieb zutreffenden Förderrichtlinien befassen. Dazu stellt die AMA auf ihrer Homepage unter www.ama.at eine Reihe von Handbüchern und Merkblättern zur Verfügung. Außerdem gibt es für die Flächendigitalisierung und für die Online-Antragstellung sehr gute Kurzvideos zu den wichtigsten Themen rund um die Antragstellung. Auf den folgenden Folien werden die wesentlichsten Schritte der Online-Beantragung erklärt. Bei den jeweiligen Antragsteilen erläutern wir auch, was dabei fachlich zu beachten ist. Der Einstieg ins IAMA erfolgt unter Eingabe Ihrer Betriebsnummer und Ihres persönlichen PIN-Codes. Alternativ dazu ist der Einstieg auch mittels Handysignatur möglich, wenn Sie sich diese bereits freischalten haben lassen. In der Erfassungsmaske sind einige sogenannte Reiter dargestellt. Einer dieser Reiter trägt den Titel Flächen. Sämtliche Flächenanträge und auch das InvecoSKIS zur Digitalisierung der bewirtschafteten Flächen werden über diesen Reiter aufgerufen. In der Legende auf der linken Seite der Erfassungsmaske finden Sie die Unterüberschrift Mehrfachantrag und in der Zeile darunter den Button Online-Erfassung. Mit Doppelklick gelangen Sie auf die erste Seite der Erfassung Ihres Mehrfachantrages. Bevor Sie jedoch mit der Erfassung der einzelnen Antragsteile beginnen, müssen die Stammdaten wie Name, Adresse, Bankverbindung usw. so auf ihre Richtigkeit geprüft und letztlich von Ihnen bestätigt werden. Dies ist nur beim ersten Einstieg in den Antrag erforderlich.
Unterbrechen Sie in weiterer Folge die Erfassung und setzen diese zu einem späteren Zeitpunkt fort, so müssen die Stammdaten kein weiteres Mal bestätigt werden. In Ihrem eigenen Interesse ersuchen wir Sie, vor allem auch auf die Richtigkeit und Aktualität von Handynummer und Mailadresse zu achten. Wichtige Informationen zum Antrag bzw. auch zu allfälligen Nachbesserungen werden von der AMA zunehmend auf elektronischem Weg zugestellt. Nachdem Sie die Richtigkeit der Stammdaten bestätigt haben, gelangen Sie zur Antragsübersicht. Hier sind alle Antragsteile angeführt, die für Ihren Betrieb aufgrund der bisherigen Beantragung von Bedeutung sind. Bearbeiten Sie alle Antragsteile der Reihe nach. Speichern und prüfen Sie den jeweils fertig erfassten Antragsteil nach Abschluss der Erfassung, bevor Sie den nächsten Antragsteil öffnen. Sie können die Erfassung jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren. Vergessen Sie aber nicht, vor Beendigung der Arbeiten und Ausstieg aus der Erfassungsmaske auf das Speichern Ihrer Daten. Wir beginnen mit der Erfassung der MFA-Angaben mit dem Bereich Direktzahlungen. Mit Klick auf den Button Vorjahresdaten holen werden alle Angaben, die Sie im Vorjahr im Bereich Direktzahlungen in Ihrem Mehrfachantrag gemacht haben, eingeblendet. Prüfen Sie alle Angaben, ob diese noch zutreffend sind. Allenfalls ergänzen Sie Angaben bzw. nehmen Kreuzerl aus dem Antrag, wenn diese Angaben für 2022 nicht mehr zutreffen. Beachten Sie dabei, dass Veränderungen der Vorjahresdaten dazu führen, dass die Vorjahresdaten gelöscht, also quasi auf Null gesetzt werden und daher alle Angaben im Bereich Direktzahlungen neu zu erfassen sind. Auf den nächsten Folien befassen wir uns in Stichworten mit den fachlichen Grundzügen der Direktzahlungen. Basis für die Direktzahlungen sind die im Jahr 2015 dem Antragsteller auf Grundlage seiner einheitlichen Betriebsprämie und der Tierprämien des Jahres 2014 zugeteilten Zahlungsansprüche. Diese sind in den Folgejahren bis 2019 in 5 gleichen Schritten entweder aufgestockt oder abgeschmolzen worden, je nachdem, ob die Höhe der Zahlungsansprüche im Jahr 2015 über oder unter dem Zielwert von 295 Euro je Zahlungsanspruch gelegen waren. Seit dem Jahr 2019 haben alle Zahlungsansprüche einen einheitlichen Wert und setzen sich aus der Basisprämie und der Ökoprämie, dem sogenannten Greening, zusammen. Zusätzlich gibt es für Junglandwirte unter bestimmten Voraussetzungen ein Top-up für die ersten 40 Zahlungsansprüche und für gealbte Rinder, Schafe und Ziegen eine gekoppelte Almzahlung. Die Details dazu zeigen die folgenden Folien. Das System der Direktzahlungsansprüche in der Direktzahlung läuft mit Jahresende 2022 aus. Danach werden die für die Direktzahlung zur Verfügung stehenden Mittel gleichmäßig jährlich auf die jeweils beantragte Fläche verteilt. Zuerst befassen wir uns mit dem Greening, welches von Betrieben mit Ackerflächen über 10 Hektar eingehalten werden muss, um auch die Basisprämie in vollem Umfang erhalten zu können. Ab 10 Hektar Ackerfläche sind mindestens 2 und ab 30 Hektar Ackerfläche sind mindestens 3 Ackerkulturen anzulegen. Darüber hinaus müssen Betriebe mit einer Ackerfläche größer 15 Hektar zusätzlich auf mindestens 5% ihrer Ackerflächen sogenannte ökologische Vorrangflächen anlegen. Solche Flächen können Brachen, Flächen mit Zwischenfruchtbegrünung oder mit stickstoffbindenden Pflanzen wie zum Beispiel Luzerne ebenso sein wie die Anlage von sogenannten Bienentrachtbrachen, die aus einer Mischung besonderer Blühpflanzen bestehen. Die Flächen haben hinsichtlich ihrer Wertigkeit unterschiedliche Gewichtung und es dürfen auf diesen Flächen keine chemischen Pflanzenschutzmittel angewendet werden. Wenn Sie mehr als 10 Hektar Ackerfläche bewirtschaften, beachten Sie daher zu diesem Thema auch das entsprechende Merkblatt auf www.ama.at oder informieren Sie sich über Details in Ihrer Bezirkslandwirtschaftskammer. Von den soeben beschriebenen Auflagen
Ausgenommen sind aber in jedem Fall Biobetriebe, Betriebe unter 10 Hektar Ackerflächen und Betriebe, deren landwirtschaftliche Nutzfläche zu mehr als 75% aus Grünland, Almfutterfläche oder Ackerfutterfläche, wie zum Beispiel Wechselwiesen, besteht. Das Junglandwirte-Top-Up beträgt 25% der Direktzahlung je Hektar und wird für die ersten 40 Zahlungsansprüche gewährt. Dabei ist zu beachten, dass es bei Überschreitung der nationalen Obergrenze zu einer Aliquotenkürzung dieses Zuschlages kommen kann. Die Voraussetzungen für den Erhalt dieses Top-Ups sind: Der Antragsteller darf im Jahr der Erstbeantragung nicht älter als 40 Jahre sein. Der Antragsteller muss eine fachliche Mindestqualifikation als Facharbeiter nachweisen. Dieser Nachweis muss beim Erstantrag mitgesendet werden. Das Top-Up muss im Mehrfachantrag jedes Jahr separat beantragt werden und das Top-Up wird maximal für 5 Jahre gewährt. Die gekoppelte Zahlung für gealtete Rinder, Schafe und Ziegen ist ebenfalls ein Teil der Direktzahlungen und wird an den Almauftreiber ausbezahlt. Die Beantragung erfolgt automatisch, sobald im Mehrfachantrag Direktzahlungen angekreuzt und fristgerecht eine Almauftriebsliste für die jeweilige Alm gesendet wird. Für Rinder ist zusätzlich die fristgerechte Absendung der Almweidemeldung Rinder erforderlich. Mit diesem Meldeerfordernis befassen wir uns in einer späteren Folie noch einmal separat. Für die Prämiengewährung müssen die Tiere mindestens 60 Tage gealbt werden. Eine allfällige Vor- oder Nachweide auf einer Eigen- oder Gemeinschaftsweide zählt dabei nicht zur Albzeit. Die Prämie beträgt für Kühe, Muttertiere, Schaf und Ziege jeweils 62 Euro je RGVE und für Rinder und Jungtiere von Schafen und Ziegen jeweils 31 Euro je RGVE. Als Altersstichtag gilt der 1. Juli. In der Erfassungsmaske für die Direktzahlungen können noch weitere Angaben erforderlich sein. So ist zum Beispiel das Kreuz für die Top-Abzahlung für Junglandwirte zu setzen, wenn dies zutrifft. Wird der Betrieb nicht von einer natürlichen Person, sondern von einer Personen- oder Ehegemeinschaft, einer Gesellschaft oder Ähnliches bewirtschaftet, so müssen hier weitere Angaben zur Top-Up-berechtigten Person gemacht werden. Betriebe, die zwar nach dem Lebensmittelkodex anerkannte Biobetriebe sind, jedoch nicht an der ÖPUL-Maßnahme Bio teilnehmen, müssen hier ein Kreuz setzen, damit sie vom Greening befreit werden können. Für diese Betriebe gibt es außerdem seit 2021 die Möglichkeit, zu ihrer UBB-Prämie einen Biozuschlag zu erhalten. Mehr dazu dann im Abschnitt ÖPUL. Nun zum Bereich Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete. Auch hier bietet die Erfassungsmaske die Möglichkeit, die Vorjahresdaten zu holen. Sobald Sie das Kreuz bei Ausgleichszulage gesetzt haben, werden auch alle Eigenangaben zur Erreichbarkeit sowie bezüglich allfälliger Wegehaltung und Extremverhältnisse aus dem Jahr 2021 angezeigt. Handlungsbedarf besteht nur, wenn sich bei diesen Angaben Änderungen gegenüber den Vorjahren ergeben oder einzelne Angaben nicht mehr zutreffen. Zu den Eigenangaben im Bereich Ausgleichszulage finden Sie darüber hinaus umfangreiche Informationen im einschlägigen Merkblatt der AMA auf www.ama.at. Wenn Sie keine ganzjährige Haltung von Rindern, Schafen, Ziegen, Pferden oder anderen Raufutterverzehrern haben, so müssen Sie das entsprechende Kreuz in der Erfassungsmaske setzen. Ihr Betrieb wird in der Folge als Filos eingestuft und die Prämie entsprechend berechnet. Die fachlichen Grundlagen für den Erhalt der Ausgleichszulage erläutern wir auf den folgenden beiden Folien. Die Gewährung der Ausgleichszulage erfolgt auf Basis der im Antragsjahr bewirtschafteten bzw. beantragten Fläche im benachteiligten Gebiet.
Dabei müssen mindestens 2 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche inklusive der anteiligen Alpung bewirtschaftet werden. Der Betrieb muss in Österreich liegen und vom Antragsteller ganzjährig ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. Die Flächen müssen dabei aktiv für landwirtschaftliche Produktion genutzt werden und es muss eine entsprechende Maschinen- und Gebäudeausstattung vorhanden sein. Außerdem muss der Betrieb sämtliche Bestimmungen im Bereich Cross-Compliance einhalten. Darunter versteht man die Einhaltung aller gesetzlich gültigen Vorschriften für den jeweiligen Betriebstyp, wie zum Beispiel Kälberrichtlinie, Naturschutzgesetz, Gewässerschutz und so weiter. Das gilt sinngemäß aber auch für die Beantragung der Direktzahlungen und für die Prämiengewährung im Bereich ÖPUL. Wie bereits erwähnt, wird bei der Prämienermittlung zwischen viehhaltenden und viehlos wirtschaftenden Betrieben unterschieden. Als viehhaltend gelten Betriebe, die durchschnittlich mindestens 0,3 Großvieheinheiten je Hektar oder ganzjährig zumindest einen Raufutterverzehrer halten. Ein weiteres Kriterium zur Ermittlung der Prämienhöhe sind die sogenannten Erschwernispunkte. Diese werden für jeden Betrieb individuell nach verschiedenen Kriterien wie Hangneigung, Anzahl der Trennstücke, Klimadaten, Seehöhe des Betriebes, Erreichbarkeit usw. ermittelt. Die Berechnung erfolgt automatisch aufgrund der Lage und der im jeweiligen Antragsjahr beantragten Flächen des Betriebs. Betriebe unter 5 Erschwernispunkte oder deren durchschnittliche Bodenklimazahl größer 45 ist, erhalten dabei einen Pauschalbetrag von 25 Euro je Hektar. Die Prämie wird für Heimbetrieb und Alpung separat ermittelt. Dabei wird die Prämie stufenweise ab 10 Hektar reduziert. Maximal können 70 Hektar berücksichtigt werden. Die Ausgleichszulage für gealpte Tiere erhält der Heimbetrieb, also der Auftreiber. Die Prämienhöhe hängt dabei auch bei der Anrechnung der Alpung von der Erschwernis des jeweiligen Heimbetriebes ab. Für die Ausgleichszulage auf Almen werden je gealpter Großvieheinheit 0,75 Hektar Almfutterfläche angerechnet. Maximal können dabei doppelt so viele Hektar als am Heimbetrieb berücksichtigt werden. Weitere Mehrfachantragangaben betreffen das österreichische Umweltprogramm ÖPUL. Im Mehrfachantrag können ÖPUL-Maßnahmen weder dazugenommen noch abgemeldet werden. Eine An- und Abmeldung von ÖPUL-Maßnahmen kann nur im Herbstantrag 2021 erfolgen. Für diesen Fall empfehlen wir jedenfalls Kontaktaufnahme mit Ihrer zuständigen Bezirkslandwirtschaftskammer. Die gültigen bzw. mit Herbstantrag verlängerten ÖPUL-Maßnahmen sind in der Erfassungsmaske aufgelistet. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen können auch ÖPUL-Maßnahmen, an denen der Betrieb bisher nicht teilgenommen hat, von anderen Betrieben übernommen werden. Ist dies angedacht, so raten wir dringend, einen Beratungstermin in Ihrer Bezirkskammer zu vereinbaren. Dieser Sonderfall ist sehr komplex und erfordert entsprechende Sach- und Detailkenntnis. Für einige ÖPUL-Maßnahmen sind zusätzliche Angaben erforderlich. So zum Beispiel gibt es im Bereich UBB, also umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung, die Möglichkeit, einen Zuschlag für biologische Wirtschaftsweise zu beantragen. Voraussetzung ist dafür ein aufrechter Kontrollvertrag seit dem 01.01.2022 und die Einhaltung aller Auflagen der biologischen Wirtschaftsweise und der Prämienzuschlag beträgt einheitlich 60 Euro je Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Im Bereich Bio ist gegebenenfalls die Anzahl der biologisch kontrollierten Bienenstöcke anzugeben. Die entsprechende Anzahl an Bienenstöcken ist hier einzutragen. Wird am Betrieb konventionelle Pferdehaltung betrieben, so ist dies ebenfalls hier anzukreuzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass nicht nur Pferde, sondern auch Rinder, Schafe und Ziegen konventionell gehalten werden können. Dabei ist zu beachten,
dass nur mit allen Tieren aller genannten Kategorien an dieser Wahlmöglichkeit teilgenommen werden kann. Alle Auflagen gemäß Bio sind einzuhalten, mit Ausnahme der Auflagen, die die Tierhaltung betreffen, wie zum Beispiel die Weideverpflichtung oder Ähnliches. Bei Inanspruchnahme dieser Ausnahmemöglichkeit, die in erster Linie für Betriebe geschaffen wurde, die den verschärften Auflagen rund um die Weideverpflichtung nicht nachkommen können, ist umgehend die Kontrollstelle zu verständigen. Die Vermarktung der tierischen Produkte darf nur noch konventionell erfolgen. Und die so von Bio ausgenommenen Tiere zählen auch nicht zur Ermittlung für den GVE-Besatz im ÖPUL. Der Betrieb wird bei der Prämienermittlung somit unter Umständen als Filos gewertet. Teilnehmer an der Maßnahme bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger und Biogasgülle müssen die jeweils ausgebrachte Düngermenge in der Erfassungsmaske eintragen. Außerdem sind ausgebrachte Menge, Ausbringungsart und Zeitpunkt im entsprechenden Formblatt aufzuzeichnen und aufzubewahren. Die geförderte Menge wurde auf maximal 50 Kubikmeter je Hektar düngewürdige Fläche erhöht. Diese Maßnahme ist die einzige Maßnahme im ÖPUL, in die ein Neueinstieg mittels Herbstantrag 2021 möglich war. Für Neueinsteiger gilt dabei, dass im Mehrfachantrag 2022 nur jene Menge berücksichtigt werden kann und eingetragen werden darf, die im erlaubten Zeitraum 2022 bis zum 15. Mai ausgebracht wird. Die bodennah ausgebrachte Düngemenge nach dem 15. Mai 2022 wird im kommenden Mehrfachantrag berücksichtigt. Teilnehmer an der Tierschutzmaßnahme Weidehaltung bei Schafen und Ziegen müssen hier die Anzahl der Tiere, mit denen an dieser Maßnahme teilgenommen werden will, eintragen. Bitte beachten Sie, ist die Zahl der über den Sommer geweideten Schafe oder Ziegen älter als ein Jahr größer als die Zahl dieser Tierkategorie zum Stichtag am 1. April, muss auch die Durchschnittstierliste befüllt werden. Bei den Tierschutzmaßnahmen muss ja grundsätzlich immer mit allen Tieren einer Kategorie teilgenommen werden. Bei der Weidehaltung Rinder bzw. bei Stallhaltung von Schweinen oder männlichen Rindern besteht die Möglichkeit, einzelne Tiere, die die Voraussetzungen für die Teilnahme nicht erfüllen, von dieser Maßnahme abzumelden. In diesem Fall sind hier die entsprechenden Tiere unter Angabe ihrer Ohrmarknummer anzugeben. Bei der Maßnahme Silageverzicht gibt es einen gestaffelten Prämiensatz je Hektar. Dieser ist abhängig von der am Hof produzierten Milchmenge. Bei Rinderbetrieben wird dies über die abgelieferte Menge bzw. die gemeldete Direktvermarktungsmenge ermittelt. Bei Schafen und Ziegen erfolgt dies durch Angabe der erzeugten Milchmenge in diesem Feld des Mehrfachantrags. Eine wesentliche Neuerung im Mehrfachantrag 2022 betrifft die ÖPUL-Maßnahme Begrünung Zwischenfrucht. Die Begrünungen im Sommer bzw. Herbst 2022 sind bereits mit dem Mehrfachantrag 2022 zu beantragen und nicht erst mittels späterem Herbstantrag. Das heißt, die Begrünungsschläge müssen bereits im MFA 2022 digitalisiert und attributiert werden. Die Vorgehensweise ist dabei genauso wie bisher im Herbstantrag. Korrekturen der Angaben können in der Folge für die Begrünungsvarianten 1 und 2 bis zum 31. August 2022 und für die Begrünungsvarianten 3 bis 6 bis 30. September 2022 vorgenommen werden. Es ist somit künftig kein eigener jährlicher Herbstantrag für die Zwischenfruchtbegrüner mehr notwendig. Auf den nächsten Folien die wesentlichsten ÖPUL-Vorgaben in komprimierter Form. 2022 ist ein eigenständiges Übergangsjahr. Der Verpflichtungszeitraum läuft für alle mit Herbstantrag 2021 verlängerten Maßnahmen
bis zum 31. Dezember 2022. Achtung! Fachliche Verstöße im Jahr 2022 können aber unter Umständen zu Rückforderungen bzw. Sanktionen in die Vorjahre führen. Die Toleranzen und mehrjährigen Bestimmungen, wie zum Beispiel die Erhaltungspflicht für Landschaftselemente, die Regeln betreffend Grünlandumbruch und die Lage und Größe der Biodiversitätsflächen usw. sind zu beachten und einzuhalten. Werden auslaufende Maßnahmen nicht mehr verlängert, so gelten die Verpflichtungen als erfüllt. Und seit 2020 hinzugenommene Flächen sind wieder in vollem Umfang prämienfähig. Im ÖPUL sind die mit der Bewirtschaftung verbundenen Auflagen so vielfältig wie das Umweltprogramm selbst. Jeder Antragsteller hat im ersten Jahr seiner ÖPUL-Teilnahme die für die von ihm beantragten Maßnahmen gültigen Detailinformationen in Form von sogenannten Maßnahmenerläuterungsblättern von der AMA erhalten. Diese Maßnahmenerläuterungsblätter können auch jederzeit auf der AMA-Homepage www.ama.at im fachlichen Informationsportal im Bereich Formulare und Merkblätter unter ÖPUL eingesehen, nachgelesen oder auch heruntergeladen werden. Eine sichere Teilnahme am ÖPUL setzt die Kenntnisse der mit der jeweiligen Maßnahme verbundenen Auflagen voraus. Mit Unterfertigung der Verpflichtungserklärung bzw. durch selbsttätiges Absenden des Mehrfachantrages bestätigt der Antragsteller, die Sonderrichtlinien und Förderauflagen zur Kenntnis genommen zu haben. Damit sind nun die Angaben zu den einzelnen Flächenförderungen im Mehrfachantrag abgeschlossen. In einem zweiten Video erklären wir die weiteren Antragsteile, wie Feldstücksliste, Tierliste, Liste der seltenen Nutztierrassen und die Almauftriebsliste. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Videos der Landwirtschaftskammer Tirol um komprimierte Informationen handelt, die die genaue Kenntnis der jeweiligen Sonderrichtlinien keinesfalls ersetzen, sondern nur ergänzen können. Wenn Sie Ihren Mehrfachantrag online selbsttätig erledigen wollen, so bitten wir Sie in Ihrem eigenen Interesse, unbedingt das entsprechende Handbuch der AMA zu beachten. Und wir ersuchen Sie auch um kurze telefonische Mitteilung, dass dann der Ihnen zugedachte Abgabetermin hinfällig ist und für jemand anderen verwendet werden kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.